Und willkommen zurück zur nächsten Folge Ghost of Tsushima. So, wir haben jetzt hier dieses blöde Holzfällerlager endlich abgeschlossen und ich würde sagen, wir schauen uns doch jetzt hier gleich mal die zwei Fragezeichen an und danach machen wir uns auf den Weg hier runter oder auch hierher. Hier wird es eine Rüstung geben. Ich glaube, das könnten wir uns doch mal anschauen. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ah, Fuchsbau, okay. Kommt her und kämpft! So, jetzt los, Fuchsi. Jetzt habe ich Zeit für dich, komm. Ich bin wissen, ob man die auch finden kann ohne den Fuchs. Wenn man die so zufällig sieht. Irgendwie hier rum. Die Richtung, glaube ich, schaut nicht schlecht aus. Das ist doch schon wieder so ein Riesenlager. Hier bin ich. Nein! Okay. Thank you.
Ja, schon mal wie Dark Souls, Mensch. Zeigt mir, was ihr könnt. Okay. Ja, ich muss mit die Haltung noch ein bisschen besser üben. Der Mund bei Starla. Das haben wir noch nicht ganz so drauf. Okay, sehr gut. Haben wir es jetzt abgeschlossen hier oder nicht? Abgeschlossen? Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, weiter hier rüber. Überall Leichen hier am Baum. Kann man irgendwie runterschneiden, das wäre cool gewesen. Hä? Gibt's hier nichts oder wie? Okay.
Immer noch so weit, ey. Okay, scheint ein Aussichtspunkt zu sein. Strand von Komoda ist gut von mir, mein Herr. Sprechen wir mal mit dir. Sucht ihr ebenfalls nach Shigenoris Himmelsschlag, mein Herr? Diese Technik ist nur ein Mythos. Der Musikant Yamato aus dem Mythos ist echt. Überrascht mich nicht. Seine Geschichten werden mit Begeisterung erzählt. Ich hörte an Komatsus Schmiede davon. Wenn er so mächtig ist, wie man behauptet, begegnet ihr dieser Technik hoffentlich nie im Kampf. Okay, könnte man die vielleicht erlernen? Aha, okay. Himmelsschlag, Schwertkit. Geil, da kriegen wir richtig was zu tun jetzt. Gehen wir gleich da hin. Blick eh genau auf den Weg. Schauen wir mal, was es dort gibt. Scheint vielleicht ein Schrein zu sein, ne? Fallspitzenschrein, okay. Okay, vielleicht kommt man hier rum. Aber was steht denn hier? Diese Tori-Tore führen zum Pfeilspitzenschrein Heiligtum von Inari, dem Kami der Landwirtschaft. Okay. Ziemlich schöne Vorrede. Die Mongolen kamen in der Nacht. Zum Glück hatte
Vater Wache gehalten. Er hat die Brücke angezündet und wir sind weggelaufen, aber sie haben ihm einen Pfeil ins Bein geschossen. Ich habe die Wunde gesäubert, er schläft jetzt. Ich glaube, er hat Fieber. Okay. Okay, von da sind wir gekommen. Boah, komme ich da rüber? Runter. Müssen wir gleich oben sein, Leder. Jetzt müssten wir hier gleich oben sein. Vater starb letzte Nacht. Ich bin so müde, aber ich kann nicht schlafen. Nicht so lange die Sonne scheint. Es ist so schön hier oben. Okay, nicht so lange die Sonne scheint. Muss ja dunkel sein praktisch. Den Schrein ehren. Talisman des Landwirtschaftskamis. Talisman von Inari. Können wir hier reinsetzen? Oder? Nee. Gegner zu töten stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Gewährt mir Vorräte, Raubtiere, Bambus, Eibenholz beim Sammeln. Okay. Da warte ich jetzt noch mit dem. Das ist halt so eine Art Farm, eine Farmausrüstung, ja. Okay, können wir wegporten? Nee. Ja, scheiße. Super. Super. Hier müssen wir raus sein. Okay. Und weiter in die Richtung. Wenn wir jetzt nochmal so eine Quelle finden würden oder so.
Wir halten einfach mal Ausschau. Wer stellt sich mir zuerst? Läuft. Schön viel zu tun hier, muss ich sagen. Also bis jetzt noch. Wo ist denn der Vogel? Der war doch gerade hier. Da ist er. Oh, ernsthaft. Dann bringt mich wieder komplett vom Weg ab. Kommt her und kämpft! Banditen! So, kann ich jetzt bitte mal nackt baden? Lieber wird hier gestört, das ist ja Wahnsinn. So, Sinirin über. Fürstin Masako. Mutter ging immer mit uns und Fürstin Masako und ihren Kindern zum Omi-See. Wir spielten im Wasser, während Mutter und Masako beim Tee tranken und plauderten. Okay. Gut, wo sind wir denn jetzt hier? Total den falschen Weg schon wieder. Total den falschen Weg. Seid ihr so feige? Schauen wir mal. Es wird schwer. Ha!
Das ging doch. Ach, der lebt ja noch. Darüber. Okay, wie führt er mich hin? Oh, die nächste Quelle, oder? Jo. Sehr schön. Yarikawa. Rebellion. Nachdem sie die Yarikawa-Rebellion gestoppt hatten, erholten sich Vater und Onkel in einem Onsen. War das hier? So. Weit ist es ja nicht mehr. Wieder so ein Riesengebiet, oder? Aber ich glaube nicht dieses. Das muss dahinter irgendwo liegen. Okay, ist bösartig. Komm, wir probieren es noch. Kommen wir überhaupt hier rein? Oder ist vielleicht eine Art Quest hier? Kommen wir gar nicht rein, oder? Können wir eins probieren? Das geht auch nicht. Ah, wird es eine Quest sein. Können wir auch nicht hoch? Ah, warte mal. Guck mal rein.
Sag uns, wo die anderen sind. Wie schon gesagt, ich reise allein. Hör auf zu lügen, sonst bist du tot. Hier ist sonst niemand. Wir haben hier aber kein Ziel, oder? Okay, jetzt ist hier offen. Vielleicht was. Was ist der blöde Vogel jetzt? Der Krieger Tadayori die Asamo-Bucht vor Piraten. Mein Herr, gesellt euch zu mir. Klingt, als hättet ihr eine interessante Geschichte. Vor Jahrhunderten war Tadayori Nagao der größte Bogenschütze unserer Insel. Berühmt für seine Weisheit und Treffsicherheit. Der Kami Hachiman selbst war so beeindruckt, dass er dem Schützen seine Rüstung schenkte. Leicht und stark wie keine sonst. In jener Zeit plagten grausame Piraten die Küste. Sie drohten, die Stadt in der Asamo-Bucht auszulöschen. Die Menschen flohen. Doch Tadayori trat den Piraten allein entgegen, in seiner mythischen Rüstung. Die Piraten stürmten die Stadt. Tadayoris Pfeile durchbohrten sie. Nur wenige überlebten. Doch kein einziger Hieb durchdrang Tadayoris Rüstung. Jahre später starb Tadayori friedlich in seinem Heim. Doch seine Rüstung verschwand rätselhafterweise. Manche sagen, seine Nachfahren hüten sie noch heute, bis wieder ein Krieger erscheint, um Tsushima erneut zu verteidigen. Die wenigen Schriften über Tadayori, die es noch gibt, beschreiben eine lila Krone, einen Ort nördlich von Asamo, voll mit lila Chrysanthemen, wo Tadayori oft meditiert haben soll. Die Legende von Tadayori. Ich will nur die Mongolen aus unserem Zuhause vertreiben. Die Rüstung könnte helfen, wenn sie wirklich so gut ist. Seine Rüstung ist ohnegleichen, mein Herr. Und ich glaube, dass sie noch da draußen ist. Findet die lila Krone. Okay, reise nach Nord-Asamo. Hier müssen wir her, oder was? Okay.
Dann machen wir ein schönes Fragezeichen. Oh, nicht wie so ein Bambus-Ding. Na, ja, das mache ich jetzt nicht, Leute. Hier kann man dann Schnellreise machen, wenn es wirklich wäre. Ich würde sagen, die Quest schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ich bin echt gespannt auf die Rüstung, wie lange wir da auch noch brauchen vor allem. Und ja, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Gut, bis dann. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.